Herzlich willkommen allerseits. Wir sind heute in 4 Bundesländern unterwegs. Ich fahre zunächst nach Görlitz und Christine meldet sich am Beginn aus Rossrath bei Köln mit der bemerkenswerten Feststellung eines Zuschauers. Da es außer Harald Schmidt und einigen sogenannten Comedians keine Leute gibt, die im Fernsehen wirklich lustige Geschichten erzählen, geschweige denn gut ausgedachte Witze vortragen, mache ich mir um deren Schicksal Gedanken. Bin ich der Einzige? Fragt Dieter Lindner aus Meißen. Da haben wir jetzt noch Markus, Jochen und Michael Buschmann. Die haben sich was ganz Besonderes einfallen lassen, um den Witz zu retten. Was ist es genau? Ja, wir haben also die erste Witzmaschine gebaut, die nicht nur Witze erzählt, sondern auch herzlich lachen kann. Es heißt doch, man soll seine Liebste auf Händen tragen. Das hab ich gemacht. Sieht aber ganz schön beknackt aus, wenn man den ganzen Tag eine Kiste Bier vor sich her schleppt. Das ist jetzt der Effekt von dem berühmten Lachsack. Wenn die Puppe lacht, muss man automatisch mitlachen, auch wenn man den Witz vielleicht gar nicht so toll fand, obwohl der war nett. Es gibt ja nun Hunderttausende von Witzen. Wie viel kann sie erzählen, die Maschine? Also einen unendlichen Vorrat von ca. 7000 Witzen aus allen Regionen. Wird eines Tages erreicht. Wir fangen mit 1000 an und werden dann Stück für Stück erhöhen im Laufe der Zeit. Warum hängen die Ostfriesen in der Hochzeitsnacht die Schlafzimmertüren aus? Damit keiner durch das Schlüsselloch gucken kann. Was haben Sie denn da für Überlegungen angestellt, um dann am Ende auf diese Figur zu kommen? Ja, erstmal war ja wichtig, dass er einen breiten Mund hat und groß lacht. Das war ja das Wichtigste in dem Moment. Ja, die Lachfalten, im Grunde eigentlich alles das, was mit Lachen zu tun hat. Ne? Und geht Ihnen das auch so, wenn Sie jetzt Ihre Puppe lachen sehen, dass Sie da automatisch mitkichern? Also ich muss sagen, am Anfang fand ich das wirklich urkomisch und wir haben diesen Apparat sehr lange bei uns im Wohnzimmer stehen gehabt und es war immer wieder nett zu beobachten, wie die Gäste darauf reagieren. Aber irgendwann, wenn man mal alle Witze einmal gehört hat, denkt man auch, jetzt bräuchten wir mal wieder ein paar neue. Zwei Freunde an der Theke. Der eine: Ich hab jetzt mal versucht, ohne Sex und Alkohol zu leben. Und wie war's? Na, das war die schlimmste Viertelstunde meines Lebens. Ich konnte mir jetzt im Vorhinein gar nicht vorstellen, wie das sein soll, wenn jetzt eine Maschine einen Witz erzählt, dass man da überhaupt drüber lacht. Aber durch die Puppe klappt das eigentlich ganz gut. Ja? Kann man so sagen. Ja. Die Witze hauptsächlich hat mein Bruder eingesprochen. Ah. Aber wir planen natürlich auch Mundart-Disketten zu besprechen, sodass man so ein Gerät auch durchaus in Leipzig aufstellen könnte. Ja. Oder eben in Köln natürlich nur mit kölschem Akzent. Wie funktioniert das Ganze denn nun überhaupt? Oh, das ist so kompliziert, dass man es mit einem Satz nicht erklären kann. Aber es ist einfach so, dass durch einen Zufallsgenerator ermittelt wird, welcher Witz überhaupt erzählt wird, damit nicht die unangenehme Situation eintritt, dass immer in derselben Reihenfolge die Witze kommen. Ach so. Und ich sag mal, bei den 1000 Witzen, die wir da drauf haben, habe wirklich die optimale Mischung. Es ist jedes Mal ein neues Erlebnis. Gut. Sehr nervös wartet ein Vater in der Entbindungsstation. Endlich kommt die Schwester mit Drillingen. Da sagt der Vater: Na, das ist aber ein toller Service. Ich glaube, ich nehme den in der Mitte. Über welche Witze lachen Sie denn? Ja, auch das ist unterschiedlich. Das würde ich eigentlich gar nicht so sagen können. Also meiner Meinung nach gibt es keine schlechten oder es gibt eigentlich auch keine guten Witze. Der eine kapiert den Witz schneller und der andere halt den Witz besser. Ne? James Bond fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Dort stellt er sein Fahrrad ab und klebt einen Zettel an den Rahmen. Stehlen zwecklos, James Bond. Als er am Feierabend zurückkommt, ist sein Fahrrad gestohlen. Dafür liegt ein Zettel auf dem Boden. Verfolgung zwecklos, Jan Ulrich. Sven Jeckler aus Berlin hat kürzlich aus Langeweile im Flugzeug einen, wie er schreibt, furchtbaren Gegenwartsroman gelesen, in dem es an einer Stelle heißt: Beim Licht einer Petroleumlampe merkten die beiden nicht, wie die Dämmerung langsam in eine tiefschwarze Nacht überging. Das brachte ihn auf die Frage: Wer besitzt den heute eigentlich noch?
eine Petroleumlampe. Verteilt sich auf mehrere Räume. Naja, hier habe ich die schönsten Lampen, die habe ich so, die habe ich hier stehen. Ach, die sind ja wirklich. Das sind Majolika, das sind also alles 1800, 1880, 1890 so ungefähr. Wie viel leuchten denn noch von diesen? Naja, das leuchtet, habe jetzt nie so viele, weil die, wenn die 100 Jahre alt sind, da wird dann der Docht wird langsam hart und fest. Mhm. Und da habe ich da keine Wiederbelebungsversuche gemacht, aber ich habe ein paar auf dem Boden und die brennen dann auch. Aha. Ach, das ist herrlich. Das sind die sogenannten Hängelampen. Mhm. Die waren also alle vor der Jahrhundertwende so im Betrieb. Nach dieser dekorativen Ausschmückung. Habe ich überhaupt noch nicht gesehen. So nee, Hängelampen, nee. Die waren früher in den Gaststätten waren die gewesen. Also selbst sogar diese große hier mit 41er, das ist die größte mit 41er Durchmesser, die haben sogar auf der Schneekoppe, habe ich alte Fotos, die haben sich sogar auf der Schneekoppe befunden. Wie viel Watt kann man da ungefähr mit erzeugen, mit so einer Petroleumlampe? Ja, vielleicht 40 Watt und so weiter. Ja, ja. Das ist nicht so. Wir können ja kurz einmal mal das Licht ausmachen, da werden Sie mal sehen. Also das ist kein großes. So, da sehen Sie wohl im Finster, die drüben, die anderen leuchten da drüben. Eine blaue Stunde an einem grauen Tag. Ja, das ist die Stunde, der ich willkommen sag. Denn in dieser kleinen blauen Stunde, die so selten ist, die anderen Lampen 1920, 1930, noch im Ersten Weltkrieg, die Lampen waren dann nicht mehr so dekorativ. Die waren besonders einfach und die haben Hauptsache ihr bestimmtes schönes Licht erzeugt. Aha. Aber früher hat man noch Zeit gehabt, so wie hier bei der Majolika, da hat man sie noch dekorativ gemacht. Und diese dekorativen, sehen Sie mit dem schönen Schirm, die standen dann auch bloß in den Herrenhäusern und in bürgerlichen Fabrikantenhäusern und so weiter. Also herrschaftlicher Kutscher hat sowas nicht gehabt. Ja. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Haben Sie nie gesehen? Nee. So viele Lampen, das hat doch einen unerhörten Wert. Ja, sicherlich hat es einen Wert. Ja. Der eine kauft sich zwei Mittelklassewagen in der Zeit und ich habe mal die Lampen gekauft. Es sieht alles ein bisschen tot aus. Ich glaube, eine Lampe muss leuchten. Ja, sicherlich. Das ist ja mit den dann erfüllt sie ihren Zweck. Mit den alten Sachen ist ja genauso. Wenn einer Waffen sammelt, der hängt ja bloß an der Wand und fängt auch nie an zu schießen. Oder mit den alten Oldtimer, da fährt man ja auch nicht in der Gegend rum. Hexenball, naja, die stehen auch meistens da. Oder mit den alten Uhren, die hängen ja auch bloß da. Meistens gehen sie nie, aber ein Stück in Vergangenheit ist das. Der fehlende Schnee macht die Wintersportler erfinderisch. Die besten Ideen sollte man veröffentlichen, damit sie von allen genutzt werden können. Das ist die Meinung von Sigi Lorenz aus Altenberg. Und wir fangen heute damit an. Alle Weinberge sind Weinberge und jeder Berg ist ein Juwel. Alle Weinberge sind Weinberge. Ein Bob rast durch die Weinberge, das ist schon kurios, meine Herren. Gut angekommen, wie immer. Wie oft haben Sie denn hier auf dieser Strecke schon trainiert, so circa? Circa 30, 40 Mal. Also die letzten Wochen schon mehrmals die Woche. Und es wurde so ein bisschen aus dem Spaß ein kleiner Ernst. Ja, ja, dazu kommen wir gleich. Wie ist das denn eigentlich, wie lange sind Sie Bobfahrer? Wir sind jetzt fast ein Jahr Bobfahrer sozusagen. Immerhin schon, ja. Und aus Eismangel haben wir uns halt eben hier in Spendingen in Wisberg ausgesucht und versuchen unser Glück mit Rollen.
Ja. Und ich denke, es klappt ganz gut. Der Bob ist ja auch zu Ihnen gekommen auf ganz ungewöhnliche Art und Weise. Ja, und zwar durch eine Fasnachts-Idee, wo wir zuerst einen Bob selbst bauen wollten und dann im Internet einen gesehen haben und haben dann den ersteigert. Und da hat sich dann herausgestellt, dass das der Deutschland 2 Bob war. Was sagt der Trainer? Sind Sie fleißig? Ja, sie sind fleißig und sie trainieren wirklich sehr arg dran an ihrem Ziel. Und sie möchte unbedingt also die Meisterschaft irgendwann im Eis gewinnen, in der Seniorenklasse. Die da im März stattfindet, was ist es für eine? Das ist die Europameisterschaft im Viererbob in Österreich auf der Bahn von Igls. Aha, also da müssen natürlich noch eine ganze Menge tun. Das Wichtigste beim Bobfahren ist ja, glaube ich, mit so die Anschubzeit. Was schaffen die Jungs denn da so im Verhältnis zur Weltklasse? Im Verhältnis zur Weltklasse liegen wir noch 10% hinten dran, aber wir sind auch 10% älter. Ja. Die Anschubzeit liegt bei uns bei 5,3 Sekunden und im Weltcup fahren sie unter 5, knapp unter 5. Müssen Sie die Jungs dann oft aufmuntern oder sind die immer so fröhlich? Manchmal brauchen die schon ein bisschen Trink. Ja, was machen sie dann? Na ja. Fragen Sie mal die Jungs. Und jeder Berg ist ein Juwel. Alle Rheinberge sind Weinberge. Drum sind wir am Rhein so fidel. Der Pilot hat es ja nicht leicht hier auf dieser steilen Strecke. Aber der Bremser, der ist ja sozusagen arbeitslos hier. Ja. Gebremst werden kann ja hier nicht. Was machen Sie? Ich muss mich auf meine Vordermänner verlassen, dass die mir ein Signal geben, wann zu bremsen ist, weil ich als Letztes überhaupt nichts sehe. Ja. Ich muss mich absolut auf die verlassen können. Und ohne mich wird hier der Auslauf überhaupt nicht reichen, dass man zum Stehen kann. Die Geschwindigkeiten, die so ein Bob erreichen kann, ist ja enorm. Wie ist das auf dieser Strecke? Ja gut, in dem Eiskanal liegen die Spitzengeschwindigkeiten um die 140 und wir schaffen hier so knappe 100. Immerhin. Ist es für Sie schwierig, vom Weinberg in den Eiskanal zu wechseln? Also es ist ein komplett anderes Gefühl. Wir waren ja bisher einmal im Eiskanal. Es ist komplett etwas anderes. Hier ist es inzwischen schon für uns Gewohnheit. Ja. Die allererste Fahrt, die war schon ein bisschen dramatisch, muss man zugeben, hatten wir schon ein bisschen Angst. Aber inzwischen werden wir immer mutiger. Unsere Startposition wächst immer von Mal zu Mal etwas höher, dass wir eben auch eine höhere Endgeschwindigkeit erreichen. Und inzwischen, also wir tasten uns langsam an die Höchstgeschwindigkeit ran. Wie sehen Sie denn so Ihre Chancen bei den Senioren-Europameisterschaften? Haben Sie da eine Ahnung, wie die Konkurrenz so aussieht? Ja, die Konkurrenz, die muss man jetzt beobachten. Ja, wir werden das auch tun in Winterberg. Und da muss man ja gucken, wenn wir sag ich mal, des Öfteren im Eis geübt haben, ja, ob wir der Konkurrenz irgendwo Paroli bieten können. Damit Sie auch all Ihre Ziele erreichen, stoßen wir jetzt natürlich noch mit dem richtigen Wein an. Jamaika war gestern. Rheinhessen ist heute. Prost! Alle Rheinberge sind Weinberge, drum sind wir am Rhein so fidel. Vor wenigstens 5 Jahren haben Sie in Ihrer Sendung einen Mann vorgestellt, der rund um Deutschland gelaufen ist, schreibt Jens Haberland aus Güstrow. Das stimmt. Nun möchte er wissen, ob sich danach noch andere Läufer gemeldet haben. Bei uns nicht. Aber dank einer Information von Thomas Karl aus Neustadt in Sachsen können wir eine andere Umrundungsgeschichte präsentieren. Inzwischen hat der Winter Einzug gehalten. So sieht's aus. Und wir wünschen uns, dass Sie alles noch einmal Revue passieren lassen. Das machen wir gerne. Herzlich willkommen in Kromhermsdorf. Ja, hier war gewissermaßen die Logistikzentrale. So ungefähr. Kommen Sie rein. Und da führen Sie uns jetzt bitte hin. Also jetzt müssen wir erst mal sagen, worum es geht. Das ist die Landkarte. Das ist die Landkarte. Des Freistaates Sachsen. Freistaat Sachsen, genau. Sie sind ein sehr heimatverbundener Mensch, ist uns geschrieben worden. So sieht's aus, ist richtig, ist korrekt. Ortschronist. Ortschronist außerdem und seit 1996 zum Tag der Sachsen jedes Jahr dabei. Und eines Tages hatte sich das mal so ergeben gehabt. Von der sächsischen Staatskanzlei gab es die Karten, kann ich Ihnen mal zeigen hier, die Originalkarte. Haben wir hier. Und naja.